Durumo ist ein extrem spaßiger Boss mit drei Phasen. Hier gilt es wirklich auf einige Fähigkeiten zu achten und es gibt so einige Gimmicks, die den Kampf wirklich extrem spannend gestalten und auch ein bisschen herausfordernd. Deswegen möchte ich erstmal ein bisschen auf ein paar Fähigkeiten eingehen, bevor wir das am Video dann nochmal zeigen, da im Kampf wirklich einiges passiert und das kann man während des Videos nicht eigentlich alles beschreiben. Der Boss selbst befindet sich in der Mitte einer Plattform. Ihr könnt ihn wie der Boss davor, Jikun, nicht bewegen. Es muss allerdings immer ein Tank dran stehen, damit der Boss nicht den gesamten Schlachtzug kaputt schießt. Die Tanks erhalten einen, oder der aktive Tank erhält einen stapelbaren Schwächungszauber, und zwar die schwere Wunde. Pro Stapel bekommt ihr 10% weniger Heilung. Macht letztlich wieder einen Tankwechsel vonnöten, den ihr ungefähr nach 4 bis 5 Stapeln vollziehen solltet. So läuft es dann einfach beim alten Tank wieder ab. Außerdem erhaltet ihr neben dieser schweren Wunde auch noch den Arterienschnitt. Das ist ein Blutungszauber, der erst verschwindet, wenn ihr wieder bei voller Gesundheit seid. Je mehr Stapel ihr von der schweren Wunde habt, desto schwieriger ist es natürlich für die Heiler, diesen Blutungszauber hochzuheilen. Wie gesagt, 4 bis 5 Stapeln von der schweren Wunde nehmen und dann einfach den Boss abspotten. In der ersten Phase des Kampfes passiert noch nicht allzu viel. Da müsst ihr eigentlich nur auf zwei Fähigkeiten achten. Das eine ist die Willensstärke. Ihr müsst euch die Plattform so vorstellen, dass das eine runde Plattform ist und bei der Willensstärke wird in einem kleinen kegelförmigen Bereich, quasi einem wirklich kleinen Kuchenstück von diesem Kreis, der Bereich ein bisschen schwarz und nach 3 Sekunden etwa werden alle Spieler, die in diesem Bereich stehen, von der Plattform weggekegelt und das war's dann für den Kampf. Ihr seid dann einfach nur tot. Wenn also diese Willensstärke, dieses schwarze Kuchenstück an der Erde kommt, einfach rauslaufen. Weitere Fähigkeit ist das abschätzende Auge. Da wird im 25-Spieler-Modus 5 Spieler, im 10-Spieler-Modus 2 Spieler Ziel dieses abschätzenden Auges und ihr werdet damit mit einem Strahl beschossen und dieser lässt unter euch eine lilane Pfütze entstehen, in der man Schattenschaden erleidet und die Bewegungsgeschwindigkeit um 50% herabgesetzt wird. Je länger der Kampf dauert, desto mehr Pfützen sind natürlich im Raum. Und insofern ist es relativ wichtig, wie man diese Pfützen ablegt, damit ihr euch selbst den Raum nicht sinnlos zubaut. Da der Kampf oder da die Kampfplattform kreisrund ist, empfiehlt es sich, diese lilanen Pfützen ungefähr in einem mittleren Radius abzulegen. Also nicht direkt um den Boss herum, damit die Nahkämpfer noch Platz haben, allerdings auch nicht am Rande der Plattform. So ungefähr in der Mitte ist ein guter Ort, um mit diesem Debuff, mit diesem Schwächungszauber des abschätzenden Auges herauszulaufen, damit diese lila Pfütze dann in der Mitte entsteht. So viel zu Phase 1. In der zweiten Phase geht es dann schon rund. Das ist eigentlich so die wichtige Phase. Dort werden zwei Spieler Opfer eines Schwächungszaubers. Und zwar werden sie das Ziel des blauen bzw. des Infrarotlichtes. Insgesamt erscheinen drei Strahlen, eben einmal das blaue und das Infrarotlicht, sowie noch das helle Licht. Das helle Licht ist aber zufällig, das geht auf keinen bestimmten Spieler. Das entsteht einfach und dreht sich dann entweder mit oder gegen den Uhrzeigersinn herum. Das blaue und das Infrarotlicht, das könnt ihr steuern, also ihr könnt steuern, in welche Richtung das zeigt und den Raum beleuchtet, je nachdem, wie der Spieler eben läuft, der das Ziel dieses Lichts ist. In jedem Strahl muss sich ein Spieler befinden, ansonsten richtet der Strahl Schaden am gesamten Schlachtzug an. Beispielsweise in diesem hellen Licht, welches eben zufällig in eine Richtung fährt, muss mindestens ein Spieler drinstehen, da ansonsten der gesamte Schlachtzug jede Sekunde 200.000 Punkte Naturschaden erhält. Steht allerdings ein Spieler da drin, erhält eben dieser Schlachtzug nicht diese 200.000 Punkte Naturschaden, sondern lediglich der Spieler erhält eine bestimmte Anzahl an Schaden, und zwar ungefähr 125.000 Punkte Naturschaden alle 2 Sekunden. Das ist natürlich ein bisschen viel. Allerdings gute Nachricht, der Schaden wird aufgeteilt auf die Spieler, die sich in dem Strahl befinden. Befinden sich also 10 Spieler beispielsweise in diesem gelben Licht, erhält nicht nur ein Spieler 125.000 Punkte Naturschaden alle 2 Sekunden, sondern der Schaden wird dann durch 10 aufgeteilt auf alle Spieler.
der Schaden wird zwar mit der Zeit immer höher, allerdings bis zum Ende des Kampfes wird dadurch nicht wirklich jemand sterben. Ihr müsst auf jeden Strahl eine bestimmte Anzahl an Spielern aufteilen, damit eben der Schlachtzugsschaden ordentlich aufgesplittet wird und ihr den Heilern damit keine Probleme bereitet. So, die Frage ist jetzt, wie kommt man aus dieser Phase wieder raus? Nun, ganz einfach. Mit dem Infrarotlicht könnt ihr Kreaturen sichtbar machen, und zwar rote Kreaturen. Wenn ihr diese drei roten Kreaturen, es gibt immer drei pro Phase, vernichtet, dann ist auch die Phase vorbei. Das gelbe Licht, das lässt keine Kreaturen erscheinen, allerdings das blaue Licht. Beim blauen Licht müsst ihr darauf achten, dass ihr diese blauen Kreaturen um Gottes Willen nicht sichtbar macht, da sie zum einen nicht bezwungen werden müssen, um die Phase zu beenden, zum anderen verrichten sie auch, wenn ihr sich sichtbar macht, ordentlich Schaden. Bedeutet, der Spieler mit dem roten Strahl muss der Reihe nach die roten Kreaturen sichtbar machen, damit die Schadensauszahler die roten Kreaturen vernichten, während der blaue Strahl möglichst stillhält. Und der gelbe Strahl, naja, den kann man ja nichts gegen tun, der rotiert automatisch. Und ansonsten muss eben in jedem Strahl eine gewisse Anzahl an Spielern drinstehen, damit der Schaden aufgeteilt wird. So, und ich würde sagen, jetzt kann man sich mal das Video anschauen und dann gehen wir noch auf ein paar Details ein. Und das Video startet jetzt. So, hier sieht man den Pull. Boss, wie gesagt, kann nicht bewegt werden, nur gedreht. Der Tank muss da einfach nur aufpassen, dass er in Reichweite steht. Zum Tank-Schaden bzw. zum Tank-Schwächungszauber habe ich ja schon was gesagt. Die müssen sich das gegenseitig abspotten. Dieser Hard Stare, wie man hier sieht, verursacht diese Wunde und eben auch noch diesen Arterienschnitt. Jetzt sieht man gleich im hinteren Bereich diese Fähigkeit, die den Spieler runterkegelt von der Plattform, die Willensstärke. Sieht man so ein bisschen hinter dem Boss gleich blitzt es, ja, und hätte da jetzt jemand drin gestanden, dann wäre er von der Plattform gesegelt. So, ansonsten die lila Pfützen in der Mitte ablegen, wenn man einen Fall über der Birne hat, und jetzt beginnt auch schon die zweite Phase, wo man die Strahlen sieht. Der gelbe Strahl, wie gesagt, kann man nichts gegen tun, dreht sich in eine Richtung, unabhängig davon, ob jemand drin steht. Allerdings sollte natürlich eine gewisse Anzahl an Spielern drinstehen. Hier der rote Strahl, der eben so ein rotes Biest aufdeckt, sollte man so schnell wie möglich machen. Kurz bevor diese Phase anfängt, sieht man auch so ein bisschen durch den Schimmern, wo diese drei roten Viecher sind. Also da kann man schon mal, oder kann sich schon mal der Spieler, der dann später den Strahl kriegt, weiß dann dadurch schon mal, in welche Richtung er ungefähr laufen muss. So, der weiße Strahl im Hintergrund, der hält schön still, damit er auch auf keinen Fall ein weißes Viech aufdeckt. Und hier geht es gerade dem letzten roten an den Kragen. Und jetzt beginnt wieder die erste Phase. Da passiert erstmal nichts Neues. Die lila Pfützen, wie gesagt, in der Mitte des Raumes ablegen. Die liegen hier teilweise eigentlich ganz gut. Und ansonsten muss man eben auf diesen Force of Will CD im Bossmod achten. Also das ist diese Willenskraft. Kommt gleich nochmal, sieht man gleich nochmal im Hintergrund, hinteren Bereich der Kampfplattform. Da, und jetzt blitzt es gleich. Zack, und hätte da jetzt jemand drin gestanden, dann wäre er wieder unten gelandet. So, sieht man auch im Boss-Mod schön den Timer zum nächsten Disintegrationsstrahl, und der läutet dann die dritte Phase ein. Kommt jetzt. So, jetzt sieht man diesen Disintegrationsstrahl, der Tank wird in der Zeit nicht mehr getroffen. Und da bildet sich eine Art Labyrinth. Sieht man jetzt hier durch dieses Schwarze, da ist erstmal die gesamte Fläche zu. Und jetzt fängt der Boss an, sich zu drehen. Wird man jetzt vom Disintegrationsstrahl getroffen, stirbt man sofort. Sowohl vorne am Boss als auch hinten, das sieht man dann später in der nächsten dritten Phase nochmal, öffnen sich Lücken, die das Laufen ermöglichen. Man muss immer nah an diesem Disintegrationsstrahl bleiben, darf aber auch nicht in dieser schwarzen Suppe stehen, da man dort ordentlich Schaden erleidet. Abgesehen davon kommt auch noch ein bisschen zufälliger Schaden auf die Gruppe. Insofern Schaden gering halten, indem man nicht in der schwarzen Suppe steht. Und eben wirklich diese Lücken, die sich dort bilden, ordentlich ausnutzt. Anhand dieser Phase wird auch erkenntlich, warum man diese lila Suppen oder diese lila Pfütze in der ersten Phase in der Mitte ablegen sollte. Damit man sich nämlich hier nicht am Boss den Weg verbaut. So, jetzt beginnt wieder die erste Phase.
ganz normal. Man muss eben darauf achten, dass man die lila Pfützen, wie ungefähr zum 100. Mal erwähnt, in der Mitte ablegt und dass man sich nicht von der Plattform kegeln lässt. So, gleich beginnt wieder die zweite Phase. So, hier sieht man auch noch schön rechts unten diesen kegelförmigen Bereich, wo Leute nicht drinstehen dürfen. Und jetzt beginnt wieder das Lichtspektrum. Da hat man kurz gesehen, wie rote Strahlen oder so rote Schimmer durchkommen. Dort erscheinen dann eben diese roten Viecher, die man allerdings nur mit dem roten Strahl sichtbar macht. Ja, jetzt wieder darauf achten, dass genügend Spieler in jedem Strahl drinstehen und dann die roten Biester kaputt machen. Vielleicht noch zu den Biestern, was können die eigentlich? Diese purpurroten Nebel, also die roten Viecher, die es zu killen gilt, die machen Gruppenschaden an zufälligen oder an zufälligen Spielern, verrichten sie Schaden, kann man einfach nichts gegen tun. Allerdings, wenn ihr so ein Viech aufdeckt und es dann nicht stirbt, bevor ihr es wieder zudeckt, also das heißt, wenn ihr so ein Viech anleuchtet und dann wieder wegleuchtet, dann macht es ordentlich Gruppenschaden. Deswegen so ein Viech immer nur anleuchten oder immer anleuchten und dann auch wirklich töten. Und erst wenn es tot ist, könnt ihr mit dem Strahl weiterlaufen. Der gelbe Strahl, wie gesagt, der macht nichts. Es gibt kein gelbes Add. Aber der weiße Strahl würde ein weißes Add aufdecken und das wollt ihr ja nicht. Und der Grund ist wie folgt. Wenn ihr ein weißes Viech aufdeckt, dann übt es Gruppenschaden aus. Wenn ihr es nicht aufdeckt, dann macht es auch keinen Gruppenschaden. Wenn so ein weißes Viech stirbt, dann macht es auch nochmal ordentlich Gruppenschaden und es erscheint von vornherein neu oder es erscheint neu. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, das Viech zu töten und wie gesagt, wenn ihr es aufdeckt, dann kommt Gruppenschaden. Deswegen mit dem eisigen Strahl stehen bleiben. Nicht bewegen und wirklich nur mit dem roten Strahl Viecher anleuchten, töten und dann weiterlaufen. So. Jetzt beginnt nochmal die dritte Phase, dass man die nochmal sieht. Hier in der Perspektive auch nochmal für die Fern- und Kämpfer und Heiler. Es gibt nämlich auch draußen eben die Lücke. Hier außen eine lila Pfütze, die da nicht hingehört. Da hat einer gepennt. Hier hat man eben diese Lücke, wie man sie sieht. Und jetzt beginnt der Strahl sich zu bewegen. Holt gleich die Leute ein. Allerdings vor einem öffnet sich die Lücke. Da muss man dann langlaufen. Jede lila Pfütze wäre jetzt blöd dort, beziehungsweise verlangsamt. Muss man dann halt eben schauen, wie man damit umgeht, falls jemand gepennt hat. Die Nahkämpfer achten darauf, die haben ein bisschen weniger Platz, beziehungsweise da ist es mit den Lücken nicht so eindeutig wie draußen. In der Phase muss übrigens auch kein Tank am Boss stehen, es kommt keinen Tankschaden, aber sobald die Phase vorbei ist, bitte einen Tank sofort an den Boss. So. Und ungefähr nach der dritten Phase, also nach der insgesamt zweiten C-Phase, ist dann der Kampf auch mehr oder minder gelaufen. Insgesamt habt ihr 10 Minuten Zeit für den Kampf. Im Schlachtzugsfinder-Modus ist es übrigens so, dass ihr von jeder Gegnerart eine töten müsst, um diese Spektrumphase zu bezwingen. Also da ist es so eine kleine Ausnahme. Da muss man auch ein Frostviech töten, allerdings reicht auch dafür wiederum ein rotes Viech aus und der Schaden insgesamt ist ohnehin relativ gering.